Sachsen. Heute die 10. Einwandbehandlung von 21. Verändern mit Facts oder verändern mit Fakten. Ja, okay. Das wird ja oft eingesetzt im Verkauf, nach meiner Meinung zu wenig, weil das, was man sieht, ja, das, was man liest oder ein Film, den man sieht, dem glaubt man sehr, sehr stark. Also man glaubt dem Geschriebenen recht stark. Also das ist ganz, ganz, ganz klar. Und es gibt ja immer wieder Fakten, die zeigen, dass du ein super Produkt hast oder Kundenaussagen, die das bestätigen. Oder irgendeine Zeitschrift macht einen Artikel über etwas, was zurzeit besonders wichtig ist oder besonders wertvoll ist. Und so weiter und so fort. Und oft wird aber die Fakten falsch eingesetzt. Also ich mache ein Beispiel. Du verkaufst Fitnessgeräte. Und Fitnessgeräte können ja nicht nur Fitnessclub reintun, sondern auch Therapiepraxen könnten das sehr gut reintun. Ja, die auf die Physiotherapie oder sonst etwas machen. Also die Leute wieder dazu bringen, dass der Rückenschmerzen weg ist. Und die könnten zum freier Bereich machen, weil wenn die Rückenschmerzen weg sind, die kommen ja meistens, weil die Leute zu wenig für sich selber tun. Und da wäre so ein Trainingsbereich, wo die Leute selber mehr für sich tun könnten, wäre ja ideal, weil es reicht ja nicht, denen kurzfristig die Rückenschmerzen wegzunehmen. Es ist ja viel sinnvoller zu schauen, dass die gar nie mehr kommen. Okay. Und jetzt hast du das so einer Physiotherapiepraxis vorgeschlagen. So Fitnessgeräte, so ein freier Bereich, der da einrichten kann für die Leute, denen er geholfen hat, dass sie wieder keine Schmerzen haben. Und jetzt sagt er, schauen Sie, so in meiner Physiotherapie, das rendiert sich nie. Also das rechnet sich nicht, diese Investition von 100.000 in diese Geräte. Ja. Und jetzt könnte man natürlich gleich sagen, schau, ich zeige Ihnen etwas, wo das rendiert hat, und jetzt zeigst du gleich, wie das in ähnlichen Physiotherapiepraxen funktioniert hat, oder? Jetzt haben wir aber wieder das Problem, das ich euch schon so viel mal geschildert habe, in dieser Filmserie, die ich da machen bin, dieser Videoserie. Wenn der Kunde nicht im Zustand des Zuhörens ist, sondern er blockt gegen dich, also er lehnt ab, dann sind auch Facts von der Wirkung her nicht so gut, weil es steht zwar da, oder er sieht die Bilder, aber er sucht nicht die Vorteile, er sucht die Nachteile. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja, schauen Sie, das rendiert sich nie. Schauen Sie das an. Ihnen ist also wichtig, wenn Sie da investieren, dass es sich schnell rendiert, ist es richtig. Erster Schritt, einmal in einen Wunschverband. Ja, zweiter Schritt, okay. Jetzt, wenn es da ganz klare Fakten gibt, die das belegen. Und Sie selber sehen mit eigenen Augen, Sie sehen es mit eigenen Augen, dass es so ist. Sie sind ja Fachmann, richtig, ja? Ich bin Fachmann. Also Sie sehen es als Fachmann. Das rendiert sich. Und es rechnet sich. Und es ist gut für Ihre Patienten, richtig gut. Ja? Wenn Sie sehen, dass es gut ist und dass es rechnet, machen Sie dann das Gute für Ihre Patienten. Ja, sicher. Ja? Merkst du? Und jetzt hast du die Fakten richtig eingesetzt. Jetzt kannst du sie zeigen. Jetzt kannst du die Fakten zeigen, nachdem du es gezeigt hast. Verwende ich eins der kürzesten Worte. Das heißt, ich schaue ihn an und sage, und? Und jetzt sagt er, ja, sieht gut aus. Und jetzt gehst du in den Abschluss. Okay, jetzt geht es darum, dass wir das umsetzen können. Wir können frühestens im Juli liefern. Haben Sie einen bevorzugten Wochentag? Wenn er das angibt, bist du jetzt voll im Abschluss drin. In dem Sinn, viel Spaß beim Umsetzen. Dein Umberto Sachsa. Viel Spaß und viel Erfolg.